Guten und willkommen, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich wieder ein Port Charlotte dabei. Ja, Port Charlotte, geniale Brennerei. Ihr wisst vielleicht, dass ich da eine kleine Vorliebe habe. Ich habe zur Weihnachtszeit bei einem Gewinnspiel mitgemacht, und zwar bei Flickenschild Whisky und Cigars, und habe einen kleinen Farklist gewonnen. Und da war die Frage, ja, willst du noch was mitbestellen? Und dann habe ich da reingeguckt und die haben eine Eigenabfüllung gehabt, und zwar von einem Port Charlotte. Da habe ich gesagt, ey, den muss ich ausprobieren. Port Charlotte 2008, unabhängig abgefüllt, relativ jung, bis 2017. Ja, also so um die 9 Jahre. In facto sogar nur 8 Jahre, was sie draufschreiben. Also ein frisches Bourbon Barrel, 8 Jahre schreiben sie drauf, Limited Edition. Und die Edition nennt sich hier so Scottish Roadside Edition Number 1. Da kam noch ein Glenmorangie raus und noch eine Abfüllung. Ich habe mir eigentlich hier nur den Port Charlotte geholt, war ein Sample von Glenmorangie dabei, der war auch sehr lecker. Paar Daten, Fassnummer ist die 3166. Wie gesagt, Brennerei Port Charlotte ist die rauchige oder heavily peated Variante von unserer bekannten und geliebten Islay Brennerei Bruichladdich. Da muss man, glaube ich, nicht viel Worte verlieren. Ja, Ladie, die ungetorften, dann Port Charlotte, rauchig, heavily peated, und dann super heavily peated, die Octomores bekannt. Heiß diskutiert, ist der Preis es wirklich wert und nun. Wie gesagt, Port Charlotte, der Rauch gefällt mir richtig hier, der ganze Raum stinkt auch schon nach Rauch, finde ich genial. Wie gesagt, Fresh Bourbon Barrel vom Typ, 12.11.2008 kam er ins Fass und dann im Oktober 2017 abgefüllt, quasi hier rüber geschifft und abgefüllt mit 63,2 Volumenprozente. 240 Flaschen gab es insgesamt und ich habe die Nummer 96. Ich habe ihn beim Tasting aufgemacht und die Leute haben ihn, ich sag mal, geliebt. Ja, so ein bisschen würde ich es beschreiben. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, die Nase, der Geschmack. Und dann sage ich ein bisschen was dazu. 63,2 Volumenprozente, ich werde ihn jetzt erstmal so verriechen. Klar, muffig. Meine Nase hat sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Da kommt so dieser Torfgeruch. Strohig, muffig. Und dann, wenn man so die Nase ins Glas hält, eine süße, cremige Note dazu. Klar, der Rauch ist immer noch da, man gewöhnt sich so ein bisschen dran, aber cremig, buttrig, Vanillesüße. Wie gesagt, das Stroh leicht muffig ist da. Torfrauch, ja. Islay, maritim, so ein bisschen eine gewisse Frische ist da. Die Nase ist einfach da zum Dahinschmelzen. Also diese cremige, weiche Komponente übernimmt. Holzaromen finde ich hier null. Das ist eher die Süße, der Rauch und so diese creme, buttrige, strohige Note. Ja, vielleicht das Malz noch, was in der Nase bleibt. Jetzt mal so ein kleiner Tipp. Und zwar, wenn ihr euer Glas nimmt, und bei rauchigen Whiskys finde ich das immer sehr extrem oder interessant. Oder auch Whiskys, die wenig Rauch haben, um herauszufinden, ob sie Rauch haben. Und zwar, wenn ihr das Glas, die Hand so drauf macht und dann einmal so schüttelt, dann habt ihr ein bisschen Whisky an der Hand. Klar, würde ich jetzt nicht bei jedem Glas immer machen, aber beim ersten Mal. Und wenn ihr das dann so ein bisschen verreibt in den Händen, dann merkt ihr so, da ist so ein salziger, leicht aschiger Rauch. Und ich finde, so kriegt man immer ganz schön diesen Torfrauch, kann man ganz gut einordnen. Wie viel erwartet mich denn da wirklich? Und hier ist es schon extrem, aber auch nicht zu viel. Also da ist Rauch, das ist ein schönes Aroma, man merkt kräftiger, leicht aschiger Rauch. Mit so ein bisschen, ja, salziger Aroma. Die können auch jetzt aus meiner Hand kommen natürlich. Aber müsst ihr mal machen, einfach mal bei verschiedenen Whiskys ausprobieren und dann mal schauen, wie sich so diese Nase und auch der Geruch von rauchigen Whiskys auf der Hand verändert. Kleiner Tipp, kann ich immer wieder empfehlen. Möchte ich mir den Port Charlotte auf die Zunge lassen, ich werde den erstmal pur probieren, auf alle Port Charlotte Fans, auf euch. Ja, kräftiger Rauch, kräftiger Antritt, 63,2 Volumenprozente. Aber man kann ihn trinken. Ein bisschen Spucke habe ich vorher auf den Mund getan. Cremig, ja, einfach dieses Malz, leicht nussige Aromen. Jetzt kommt ein bisschen Holz dazu. Der Rauch ist da, das Malz ist da, das Stroh ist da.
leicht maritim, diese ja, frische, kräutrige, leicht salzige Note. Und dazu konstant begleitet von dem Rauch und einer Süße, diese Bourbon-Vanillesüße. Ich mache jetzt schon mal doch einen Schluck Wasser rein. Besser ist das, ne? Man kann ihn pur trinken, ja. Jetzt ein bisschen mit Wasser rein. Mal schauen, wie er sich so verändert. Meistens auch in der Nase. Ja, hier geht jetzt so ein bisschen der Rauch weg. Der wird ein bisschen weicher. Der ist nicht mehr so konstanter. Klar, ich habe jetzt auch schon probiert. Die Nase hat sich dran gewöhnt. Aber für mich geht ein bisschen das süße Aroma auf und ein bisschen Holz kommt raus, was ich am Anfang gar nicht hatte. Das liebe ich ja, wenn das so Whiskys sind, die so ein Schwimmer sind, sage ich. Die können Wasser vertragen. Da passiert nicht viel. Der Whisky wird einfach nur cremiger, leichter, lässt sich besser trinken. Holzaroma, die nussigen Aromen verstärken sich, werden immer schöner. Dieses leicht buttrige, cremige ist da. Weiß gar nicht, ob ich das alles in zusammengefasst kriege, was da alles da ist. Da ist so viel da für diese jungen 9 Jahre. Genial. Also einfach zum Wegschlabbern. Wir sehen uns im Fazit. Mein Fazit zu diesem Port Charlotte Elderly People Scottish Woods Style Edition Nummer 1. 8 Jahre junger Port Charlotte. Was heißt jung? Islay Malts finde ich grundsätzlich so um die 10 Jahre bei Fassstärken. Die können es einfach. Ich meine, wenn wir uns an Laphroaig 10 Jahre Cask Strength, den sie immer raushauen, erinnern, ja? Oder jeder, der den schon mal probiert hat. Ein genialer Whisky. Jeder sagt, wow, Preis-Leistung, besser geht's fast nicht. Ja? Hier auch Port Charlotte, unabhängig abgefüllt, 8 Jahre, klar, jung, ziemlich straight, Bourbon-Fass, man erwartet nicht viel und dann kommt da aber so eine, der liefert einfach ab. Also volle Fracht, die Aromen sind alle schön ausgeprägt, da kommt eine gewisse Nusskomponente, der Rauch ist da, klar, da musst du drauf stehen, dieses richtig viele, fette Malzrauch und leicht süße. Port Charlotte, ich mag sowieso, ja. Für mich wirklich richtig gut gelungene Abfüllung. Ich muss dann nochmal nachordern, so wie es die Leute getan haben nach meinem Tasting. Ich glaube, die Flasche wurde ja aufgerissen und gefühlt am nächsten Tag 5 Flaschen im Laden gekauft. Geil. Also der Stoff, Kompliment an Flickenschild. Da habt ihr ein richtig, richtig gutes Fass abgefüllt. Mein Vorteil ist, ich werde das Video erst online stellen, nachdem ich mir nochmal eine Zweitflasche besorgt habe. Das behalte ich mir vor. Ansonsten, wer Port Charlotte mag und Unabhängige sucht, um die 75 € eine Fassstärke, da könnt ihr blind zugreifen. Ja? Ich denke nicht, wenn sich das rumspricht, also jetzt nicht wegen meinem Video, sondern grundsätzlich, wenn Leute diese Flasche im Glas hatten, was für ein toller Port Charlotte das ist. Wenn ich dann sehe, klar hier so der 10er mit 60 € oder klar hier so PC 12, der dann auch irgendwie auf die 100 € und so zugeht oder drüber liegt, da ist das wirklich preis-leistungstechnisch ein toller Whisky, der also nicht nur vom Preis toll ist, sondern einfach grundsätzlich sehr lecker ist. Das war's mit mir. Port Charlotte, immer wieder eine tolle Brennerei, wie ich finde. Das soll es gewesen sein. Schaltet demnächst wieder ein, lasst mir einen Kommentar und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Lasst uns ein bisschen drüber reden. Wie findet ihr Port Charlotte? Lasst uns einfach diskutieren. Das soll es gewesen sein. Ciao.